Der VfB Friedrichshafen ist mit einer Demonstration der Stärke in die Finalserie um die deutsche Meisterschaft gestartet und hat den ewigen Rivalen Berlin Recycling Volleys mit 3:0, 25:22, 25:23, 25:17 deklassiert. Alle Infos zu den Volleyball-Finals vor dem Spiel war diese eindeutige Angelegenheit nicht erwartet worden. Sicher ist es jetzt wieder das gewohnte Finale, sagte VfB-Trainer Vital Heinen. Aber langweilig wird es nicht. Es ist jedes Jahr anders und dadurch auch immer wieder interessant. Bildergalerie Volleyball Playoffs, das Power Ranking mit Berlin, Friedrichshafen, Schwerin, Stuttgart 33 Bilder. Immerhin haben diese beiden Teams den Volleyball in Deutschland in den letzten Jahrzehnten dominiert und die vergangenen 21 Titel unter sich aufgeteilt. Friedrichshafen trug sich 13 Mal in die Siegerliste ein, die Berliner holten sich den Titel 8 Mal, 3 Mal davon in den letzten 3 Jahren. Friedrichshafen mit Blitzstart. Vielleicht war diese lange Durststrecke der Grund dafür, dass der VfB Friedrichshafen direkt wie die Feuerwehr loslegte. Bevor die Gäste überhaupt wussten, wie ihnen geschah, stand es bereits 14:2 im ersten Satz. Zwar kam Berlin noch auf 25:22 heran, das lag aber eher daran, dass Friedrichshafen das gestattete. Im zweiten Satz wurde es dann phasenweise das packende Match, das sich die Zuschauer in der ZF Arena Friedrichshafen erwartet hatten. Laufende Führungswechsel und starke Aktionen auf beiden Seiten sorgten für Spitzenvolleyball von seiner besten Seite. Trotzdem mussten sich die Hauptstädter auch im zweiten Satz wieder mit 25:23 geschlagen geben. Das war dann wohl auch der moralische Tiefschlag, von dem sich die Gäste nicht mehr erholen konnten. Friedrichshafen ging auch im dritten Durchgang wieder schnell mit 9:2 in Führung und geriet in der Folge auch nicht mehr in Gefahr. Am Ende ging der Satz klar mit 25:17 an das Team vom Bodensee. Dementsprechend zufrieden war man nach dem Spiel auch auf Seiten der Hausherren. Mit Ausblick auf das nächste Spiel gab David Sorsenheimer die Marschroute vor: Letztendlich versuchen wir in Berlin dasselbe Spiel abzuliefern wie heute. Angesichts der heutigen Leistungen klingt das fast schon wie eine Drohung. VfB-Dominanz in allen Belangen für den VfB Friedrichshafen überzeugte Bartlomei Bolatz, 15 Punkte, und Sorsenheimer, 10 Punkte. Bester Berliner Angreifer war Samuela Tuja mit 9 Punkten. Die Blockstatistik zeigt ebenfalls die Überlegenheit Friedrichshafens. Die Hausherren kamen zu 11 direkten Blockpunkten, Berlin konnte nur 5 Mal per Block scoren. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga. Favre hakt Titel ab und wütet Fußball, Bundesliga. So reagiert das Netz aufs Derby. Motorsport, Formel 1. Ferrari ausgetrickst, Rosberg motzt Motorsport, Formel 1. Räikkönen schimpft wegen Mercedes. Fußball, 2. Bundesliga. Das Ende von Anfang ist selbst verschuldet. Damit geht der VfB Friedrichshafen in der Serie mit 1:0 in Führung. Service, die Finalservice im Sport 1 Datencenter. Im zweiten Spiel der Serie wollen die Berlin Recycling Volleys am Donnerstag ab 18:25 Uhr live im TV in heimischer Halle ein anderes Gesicht zeigen. Das Spiel im Überblick: VfB Friedrichshafen, Berlin Recycling Volleys 3:0, 25:22, 25:23, 25:17, Finalserie 1:0. Let's Block, it's why.